Whoa. What? Oh. Okay, also hier sieht plötzlich nichts mehr nach Aimbot aus. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Overwatch. Da steht 2-6. Ich mach mal kurz hier auf die Hälfte, um zu gucken, was er jetzt mit dem da rechts macht. Er ballert da einfach nur rein. Ungekonnt. Ich sage es auch hier in diesem Video wieder. Gebt jetzt schon mal vorsichtshalber einen Daumen nach oben, weil es wird bestimmt gut, ne? Oh, da kommt direkt ein Molly reingeflogen. Achtung. Hat er den jetzt gehört? Ist der gesteppt? Ja gut, wenn eine Flash kommt, dann ist man ja eigentlich normalerweise vorsichtig. Also von daher, das ist noch, kann man noch so nehmen. Er aimt auch schön alles ab. Von hinten kommt jetzt einer, weil der auch gerade seinen Mate gekillt hat. Also er weiß jetzt Bescheid, dass da einer kommt. 2 gegen 3. Ich mache mich gleich bereit, auf langsam zu schalten. So, jetzt schalte ich mal auf ein bisschen langsamer. Da steht einer da unten. Den kann er nicht gesehen haben. Oh. Was war denn das jetzt? Warum hat er jetzt da hingeschossen? Also um den durch die Wand zu sehen, da hinten, den Cutters, oder? Und da oben kommt einer, Vorsicht! Der war schon mal nicht schlecht. War auch nichts Besonderes, also kein... Oder? Also ich würde nicht sagen, dass er jetzt großartig rumcheatet. Gut, er versucht jetzt aufs A zu rennen, das schafft er aber vorne und hinten nicht mehr. Möglicherweise knallt er jetzt aber einfach den CT noch ab, der da jetzt gleich kommt. Oh, schade. Oh. Also ich gehe mal davon aus, dass er keinen Warlock hat jetzt nach der ersten Runde. Aber man soll nicht so früh, vielleicht passiert noch was ultra krasses. Das war total lächerlich. Er war ganz drauf. Er hat jetzt einfach... Er war zu langsam. Ich hoffe, dass auch in diesem Video der Greenscreen gut ausgekeyt werden kann. Ich habe die Kamera im Moment auf automatisch stehen, weil es mich gestört hat, wie sie die letzten paar Aufnahmen verhuddelt hat. Weil trotz dessen, dass ich sie manuell eingestellt habe, hat sie sich ab und an so komisch verstellt und... Auch wenn automatisch, wenn man da meinen sollte, dass das da viel stärker ist, diese Verstellung. Er hat Mater geschossen. Die schießen sich gegenseitig an. Naja, bei automatisch sollte die Verstellung eigentlich viel krasser sein, aber bis jetzt ist mir nichts aufgefallen. Ich habe eben schon ein Video aufgenommen und das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Vielleicht werde ich ja noch nicht mehr so rot und vielleicht sind auch meine Lippen dann gescheit gezeichnet und nicht mehr so rosig, beziehungsweise lila. Eigentlich ist es jetzt schon wieder falsch. Ich sehe oben in der Aufnahme, da sieht das hier ja blau aus, das, was ich anhabe. Das ist aber grau. Also es ist irgendwie merkwürdig. Es ist sehr merkwürdig, was hier... Und hier die Jacke, die ist nochmal in einem anderen Blau, die hier. Aber es sieht doch hier... Für mich sieht es hier gerade exakt gleich aus, die zwei Dinger. Keine Ahnung. Die Webcam ist irgendwie komisch, ist wahrscheinlich einmal zu oft runtergefallen. Aber im Moment die gemütlichste Möglichkeit für mich... Hör schon! Standard. Die gemütlichste Sache, um eben die Videos aufzunehmen. Ich habe ja noch meinen Camcorder, mit dem die Facecam zwar nochmal ein bisschen besser aussieht, weil sie natürlich in Full HD und also viel bessere Qualität eben hat wie diese kleine Furzcam, aber diese kleine Cam ist direkt am Computer. Ich habe sofort kleine Dateien, muss nicht diese riesigen Dateien von der Cam auf dem PC laden und so. Das ist alles Zeit, die flöten geht und ja. Ich glaube, die haben den nur reportet, weil sie sich gerade eben angeballert haben da in dem Langhaus. Da passiert ja überhaupt gar nichts. Es ist maximal ein Gräfer. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass ich dafür dann kein Grief geben, weil alle haben irgendwie um sich geschossen, was, oder? Ich weiß halt nicht, was im Gespräch los ist, ob der flamed oder hin und her. Aber da ich das nicht überprüfen kann, will ich ihm jetzt auf keinen Fall wegen einmal Mate anschießen in so einer Situation. Also irgendwie stehen sie alle da und schießen sich an oder einer Messer, der andere schießt rum und da will ich jetzt eben keinen Grief reindrücken oder so, nur weil sie einmal Scheiße gemacht haben. In dieser Form eben. Klar, wenn er mit der AWP auf einen zielt, so richtig am T-Spawn am besten auf einen zielt und ihm einfach eine reindrückt, das geht nicht. Aber alle auf einem Punkt und einer schießt und dann schießen sie irgendwie rum. Nee. Der war nice. Aber auch Standard. Na, Anchor. Ha? Trausch dich nicht. Oh, hat er seine Waffe gesehen? War das seine Waffe? Konnte man seine Waffe sehen? Ich kann nicht zurückspulen, das ist echt gay. Das macht es schon gehaltvoll, wenn man nicht zurückspulen kann. Da muss man wirklich dann genau, also im Nachhinein so überlegen, was war da jetzt? Man erfindet dann selbst im Nachhinein Details vielleicht. Oder vergisst sie. Es ist so ein bisschen wie Flüsterpost, was wir hier treiben. Okay, sein Mate kommt jetzt, um die Bombe zu blenden. Oh, da hat man seine Füßchen gesehen. Die habe sogar ich gesehen. Und das habe ich mir nicht eingebildet. Und es ist nur der eine. Ja, den hat er natürlich ganz locker. Ah, wahrscheinlich safe der eh seine Bombe, ne? Ho, der da hart rein aimt. Krasser Typ. Ja, der will safen. Er weiß ja, wo er ist. Wir schauen mal. Achtung, oh, der hat einen Orb. Der City. Oh, oh, bitter. Jetzt will er den auf Mitte anscheinend klatschen mit seiner MP. Aber er traut sich doch nicht, Er geht messerschwingend auf B. Da ist ja nur noch sein Mate drauf, sehr gut. Zwei sind zwar davor, aber... Oh, der war nice. Okay. Er holt sich die Orb.
Also gerade eben diese kurze Stelle, als er den im Window und sowas, hat er da direkt hingeaimt, weil er sich dachte, okay, mein Mage steht hinten auf Plateau, also guckt er sicherlich, kann er runtergucken in die Doors, also ich guck direkt Window, oder glaubt ihr, das war so ein bisschen ercheated? Nee, oder? Das ist kein Wallhack. Er spielt einfach gut. Er vermutet jetzt jemanden hier auf A. Dabei ist er ja Cut as Low, ne? Kann er nicht wissen. Er cheatet ja nicht. Jetzt bin ich doch sehr gespannt, was er da treibt. Ob er jetzt hier irgendwelche... Wow. What? War das jetzt gerade eben Luck oder was? Das ist ein Aimbot. Okay, also hier sieht plötzlich nichts mehr nach Aimbot aus. Das am Anfang war jetzt Luck, oder? Da oben auf Mitte. Der erste Headshot war auch noch... Ach so. Das war's schon. Extrem aussagekräftig. Nee, also ich kann eben nichts drücken. Das gerade eben war... Ich habe auch schon ohne Probleme mit der USP so Header verteilt auf die... Also genau an dieser Stelle. Vielleicht nicht zwei direkt, aber mindestens einen. Man geht das hin, blub und dann... Oh! Nee. Da, dem kann ich nichts anhängen. Das war alles nice. Oder seht ihr das anders, Kinderlein? Wie gefällt euch eigentlich diese Endcard, die jetzt hier gerade immer wieder auftaucht? Soll ich die einfach so kommen lassen oder soll ich dafür eine richtige Endcard machen, dass mein Video zu Ende ist und dann eine Endcard kommt? Was sagt ihr dazu, hm?